Was passiert jetzt, wenn die Politik die Menschen einfach verliert? Ja, ich glaube, das müsste ja eigentlich dazu führen, dass eine Delegitimation des gesamten politischen Systems stattfindet und das irgendwann mal explodiert. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich die Menschen im Grunde vor allen Dingen hier in Deutschland damit abfinden, weil es ihnen immer noch ziemlich gut geht. Also wir leben immer noch auf einem sehr, sehr hohen Lebensstandard. Den meisten geht es wirklich gut. Auch denen, denen es schlecht geht, geht es im Vergleich zu anderen in anderen Ländern immer noch sehr, sehr gut. Und man entwickelt zwar eine vielleicht sogar zynische oder sarkastische Haltung gegenüber der politischen Klasse, auch gegenüber der Medienklasse, aber solange die wirtschaftlichen Grundbedingungen noch ausreichend gut sind, wird sich da kein massiver Widerstand bilden. Und umgekehrt lernen unsere Politiker zunehmend auch von dem Monster Brüssel, dass man ohne politische Legitimation alles Mögliche erreichen kann und alle möglichen Entscheidungen treffen kann. Und ich finde, Brüssel ist ein wunderbares Modell für das, was allmählich auch bei uns in der nationalen Politik geschieht, nämlich, dass sich eine politische Elite vollkommen abhebt von der Bevölkerung, in der Bevölkerung nur einen Störfaktor sieht. Also denken Sie nur an diese legendären Wahlen, die wir hatten mit falschem Ergebnis, die dann so lange wiederholt wurden, bis das richtige Ergebnis raussprang. Das ist ja der Ausdruck, das Volk ist so blöd, dass es noch nicht mal richtig wählen kann. Also müssen wir das wiederholen und müssen es korrigieren. Oder wie sagte Frau Merkel, die Wahl muss rückgängig gemacht werden.